eine der meistgestellten Fragen in den Kommentaren oder über Facebook oder per Privatnachricht ist immer wieder: Ey Bombo, wie kann ich denn mal bei einem eurer Talks mitmachen? Ich habe da immer mega Spaß beim Zuhören und ich denke, ich könnte da sicherlich auch meinen Teil dazu beitragen. Und dafür starte ich jetzt mehr oder weniger diesen Aufruf. Der ein oder andere hat es sicherlich auch bemerkt. Auf unserem Kanal ist jetzt in doch schon regelmäßiger Frequenz was erschienen und ich möchte gerne dieses Tempo auch ein Stück weit beibehalten und suche dafür natürlich dann auch Leute, die außerhalb des Star Wars Themas uns ein bisschen unterstützen können und da einfach als Talker fungieren können. Das heißt nicht, dass eventuell auch nicht mal jemand im Star Wars Bereich eventuell gefragt ist, um mal frisches Blut dazu zu holen, dann erweitern wir unseren Kreis halt mal, das ist durchaus möglich, aber es gibt besonders in der Nerd-Region einfach so viele, ja sagen wir mal, Rubriken und verschiedene Themen, die ich gerne abdecken möchte, für die ich mich auch interessiere und wo ich auch weiß, dass unsere Zuhörer das interessiert, dass ich da ganz einfach auch den einen oder anderen adäquaten Talker suche. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, ey, das hört sich cool an, was brauche ich jetzt denn dafür und wie, was, wann, wo? Und das möchte ich euch jetzt einfach auch ein Stück weit erläutern. Ich werde euch sagen, welche Projekte mehr oder weniger sich am Horizont anbahnen und was ihr dafür tun müsst, um da eventuell dabei zu sein. Wir gehen erstmal, der erste Punkt ist mehr oder weniger die technische Variante. Da ist es natürlich ganz simpel, dass man sagen muss, ihr braucht natürlich eine relativ, ja, würde ich schon sagen, anständige Internetverbindung. Ihr müsst das Discord-Programm installiert haben auf eurem Computer, worüber wir dann die Chats mehr oder weniger laufen lassen. Und ihr müsst natürlich ein qualitativ hochwertiges Mikrofon haben. Ich möchte das wirklich gerade nochmal rausheben, denn es ist uns immer wieder passiert, dass Leute sagen, ey, ja, hab ich. Also ich habe Discord, habe ich hier auf meinem iPhone und das Mikro ist eigentlich auch ganz gut. Nee, das reicht leider nicht. Also wirklich ein richtiges Mikro an eurem PC, wo ihr euch hinsetzen könnt und einen mehrstündigen Podcast aufnehmen könnt. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der Umgebung. Das heißt, euch sollte es natürlich möglich sein, doch schon mal mehrere Stunden euch wirklich von einem PC zu setzen, ohne dass der Hund reinkommt und euch der Ball entgegenwirft, während wir Podcast aufnehmen oder die Mutter zum Essen ruft oder so. Das sind natürlich Sachen, die schon relativ wichtig sind, einfach auch um den Podcast-Fluss beizubehalten und uns dann nicht so rauszuwerfen, mehr oder weniger. Das war's im Prinzip auch schon, wenn ich das ganze Technische so ein bisschen mit reinnehme. Dann sind mir natürlich verschiedene Persönlichkeiten oder beziehungsweise persönliche Komponenten sehr wichtig. Die Leute, die bei uns in dem Podcast teilnehmen, die sollen natürlich schon auch einen gewissen Charakter mitbringen. Denn der Charakter soll natürlich auch ein Stück weit in den Podcast einfließen und ich bin fest davon überzeugt, der Charakter unserer Talker ist ein Stück weit auch das, warum ja viele von euch auch einschalten und dementsprechend ist das mir auch ganz wichtig. Was aber nicht heißen soll, dass wir hier eine Bühne bieten wollen für irgendwelche Selbstdarsteller, die sich mit Podcasts oder sowas pushen wollen, denn auch das war in der Vergangenheit das ein oder andere Mal der Fall, wie sich dann rausgestellt hat und das sollte eigentlich nicht wirklich sein. Ihr solltet auch definitiv schon von der Persönlichkeit so stark sein, dass ihr in unseren Podcasts auch mal, ja, sage ich, mehr oder weniger so ein bisschen dagegen halten könnt, denn ihr verfolgt unsere Podcasts jetzt schon relativ lange. Ich bin wirklich mit Herzblut mit dabei und wenn man mich nicht bremst, dann würde ich wahrscheinlich 7 Stunden am Stück über die Sachen reden und da muss schon mal einer dabei sein, der ruhig auch mal was dazwischen sagt oder so und sich da nicht irgendwie eingeschüchtert fühlt und dann das Duckmäuschen macht und die ganze Zeit ruhig ist, denn das bringt einfach nichts. Des Weiteren, was die Themen angeht, ist es so, wenn wir jetzt das Beispiel Star Wars nehmen, dann ist es natürlich nicht so, wenn ihr bei einem Star Wars Talk teilnehmen wollt, dass ihr jede Blasterbezeichnung kennen müsst, denn das sind gar nicht die Talker, die wir suchen und das ist gar nicht die Voraussetzung, denn das können wir auch nicht, sondern wir suchen keine Jedipedia-Leute oder Wikipedia-Leute, denn von denen im Facebook und im Internet gibt es mehr als genug, sondern wir suchen Leute, die mit Herzblut dabei sind, die wirklich mit Star Wars ein Stück weit aufgewachsen sind, für die das sehr wichtig ist und dementsprechend da auch mit ein Stück weit Herzblut bei verschiedenen Themen einfach mit am Start sind. Und das ist jetzt nur das Beispiel bei Star Wars. Allerdings sollte das natürlich auch der Fall sein für die Rubriken, die ich dann in Zukunft auch bedienen möchte. Und da kommen wir im Prinzip auch schon zu den Rubriken oder verschiedenen Bereichen, die parallel zu unseren Star Wars Talks in Regelmäßigkeit wiederkommen sollen.
Nach wie vor möchte ich mich nicht von dem Gedanken der Movie Talks trennen, wo wir über die neuesten Movie Trailer, Movie News etc. sprechen. Das heißt, ich suche an sich filmbegeisterte Leute, die einfach das breite Spektrum der Filme mögen, über Horror bis Action, bis Nerdkram, bis Thriller, bis Romanzen, bis was auch immer, die einfach den Film als Medium an sich sehr lieben und da auch ein Stück weit wirklich breit gefächertes Interesse haben. Auch da wieder, ihr müsst nicht alle Schauspieler kennen und müsst nicht jeden Film gesehen haben, aber ihr müsst absolut filminteressiert sein, denn das ist Grundvoraussetzung. Des Weiteren möchte ich gerne einen regelmäßigen Comic-Talk machen oder einen Comic-Book-Movie-Talk und dementsprechend solltet ihr an allem, und das denke ich dürfte nicht schwer sein bei unserer Community, an allem interessiert sein, was Marvel-Filme und DC-Filme und sonstige Comic-Verfilmungen angeht. Das ist was, was mir absolut am Herzen liegt, wo ich auch absolut im Thema drin bin und dementsprechend auch Leute suche, die da absolut Bock haben. Auch hier gilt wieder, ihr müsst nicht jedes Comic gelesen haben, da scheiße ich drauf, das ist mir völlig Wurst. Ihr müsst aber im aktuellen Marvel Cinematic Universe euch auskennen oder zumindest wissen, was sich momentan so in der Marvel Cinematic Universe Atmosphäre tut, und dasselbe gilt für DC und alles, was da noch außen rum ist, und da ein Stück weit interessiert das Ganze verfolgen, und dann seid ihr im Prinzip auch schon in der engeren Auswahl für sowas. Dasselbe gilt übrigens auch für etwas, was schon ein bisschen länger im Horizont ist, das sind natürlich unsere Alien Movie Reviews, und zwar Alien und Predator. Hierfür suche ich tatsächlich Leute, mit denen ich stammmäßig von Alien 1 bis wirklich Covenant gehen kann, die bei allen Talks mit dabei sind und wir jeden Film reviewen und auch eventuell über die neuen News, die man so hört zu Sachen Alien, die da einfach auch immer stammmäßig am Start sind. Das wäre was, was mir tatsächlich auch wichtig ist, denn das habe ich schon mehrfach angekündigt und das möchte ich gerne auch in Angriff nehmen. Des Weiteren ist so ein kleines, Passion Project von mir, wo ich nicht glaube, dass wir viele bei uns in der Community haben, die es interessiert, aber ich mich einfach auch gerne austausche, denn nach wie vor ist es auch so, dass es nicht nur ist, was ich ja für euch hier mache, sondern dass es tatsächlich auch ein Hobby von mir ist und ein Spaß nach wie vor auch sein soll, mich mit anderen über Themen, die ich liebe, auszutauschen. Und da ist natürlich Gaming auch ganz weit vorne mit dabei. Und das heißt, ich suche natürlich Leute, die absolut Gaming interessiert sind. Und da ist mir eine Sache ganz wichtig, denn das war in der Vergangenheit auch schwer zu finden. Ich suche Leute, die, ich nenne es mal, ihren Arsch nicht an irgendeine Firma verkauft haben und nicht irgendwie sagen, yeah, Microsoft ist das Beste oder Sony oder PC Master Race oder so eine Scheiße, die sind alle hängen geblieben, es tut mir leid, aber es ist so, sondern Leute, die das Medium Games einfach lieben und denen das völlig scheißegal ist, was auf der Konsole draufsteht oder wo sie spielen, Hauptsache es ist Qualität dahinter und es ist ein qualitativ hochwertiges Game. Und dafür suche ich tatsächlich Leute, die da auch interessiert sind. Hier muss man natürlich sagen, das wird was ein Passion-Project von mir wird und je nachdem, wie es ankommt, vielleicht auch öfters dann kommt, aber das wird schon was sein, was in kleineren Abständen ist. Vielleicht jedes Quartal einmal oder so in der Regel, aber nichtsdestotrotz wäre schon cool, wenn man dann einen dauerhaften Cast dazu bekommt. Das heißt, es wäre natürlich interessant für euch, wenn ihr Interesse daran habt, dass ihr Folgendes in den Kommentaren hinterlasst. Und zwar wäre das als allererstes natürlich, welche Rubrik für euch interessant ist. Dann ganz, ganz wichtig, schreibt bitte dazu Stammtalker oder Gasttalker. Stammtalker heißt, ihr werdet wirklich interessiert daran, auch dauerhaft an einem Podcast teilzunehmen, in aller Regelmäßigkeit. Oder ihr schreibt Gasttalker, was dann wirklich wäre, wo ihr sagt, ihr werdet gern einmal dabei, würdet gern sehen, wie das abläuft, würdet gern mal mitquatschen und dann seid ihr im Prinzip schon zufrieden. Schreibt das mit dazu. Auch die Gasttalker sind gerne willkommen, auch da mal frische Gedanken reinzuholen in das Ganze. Dementsprechend ist das auch was mir definitiv am Herzen liegt. Dann schreibt ihr bitte auch noch dazu, denn das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, wie kann ich euch erreichen? Und da solltet ihr schon über ein Facebook-Profil verfügen, über einen YouTube-Kanal oder mir in den Kommentaren irgendeine Möglichkeit geben, euch privat zu kontaktieren. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht hier eure private Handynummer oder irgendwas hinschreiben, aber irgendwas in den sozialen Medien, wo wir in Kontakt treten können und uns dann mal ein Stück weit abquatschen können. Denn anders wird es ganz einfach nicht funktionieren.
Des Weiteren möchte ich eine Sache noch mit ansprechen, denn die habe ich jetzt aus den Themen rausgelassen, was aber ja eigentlich schon auch immer ein großes Thema war bei uns auf dem Channel. Und zwar möchte ich auch gerne unsere Figure Talks zurückbringen. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, denn ihr müsst 1:6 Figuren interessiert sein. Und ich weiß, da gibt es immer noch einige, die gerade über dieses 1:6 Thema überhaupt erst auf uns aufmerksam geworden sind. Und da würde ich sagen, da suche ich wirklich Leute, die nicht nur eine von den reduzierten 90 Euro Hot Toys sich mal irgendwo geholt haben und ins DVD-Regal gestellt haben, sondern wirklich Leute, die dieses Hobby lieben, passioniert betreiben und das schon vielleicht über Monate, Wochen oder Jahre. Und da wäre es natürlich auch total interessant, wenn sich vielleicht der eine oder andere melden würde, denn auch das würde ich gerne in aller Regelmäßigkeit ein Stück weit wieder mit aufnehmen. Ihr habt's gehört, es liegt ein Stück weit jetzt auch an euch als Community, wenn ihr interessiert daran seid, diese ganzen Sachen zu hören, dass eventuell der ein oder andere sich meldet. Ich möchte aber wirklich nochmal sagen, dass das dann der ein oder andere eventuell nicht enttäuscht ist. Beherzt bitte das, was ich euch gesagt habe, als Voraussetzung. Das heißt, solltet ihr ja gewisse Sachen nicht erfüllen können, dann ist es natürlich schwierig, euch dann damit einzubauen und dann werdet ihr sehr wahrscheinlich eine Absage von mir bekommen. Und da ist eigentlich auch noch ein ganz wichtiges Kriterium, was ich jetzt am Ende noch mit reinnehme, was ich tatsächlich ein Stück weit vergessen hatte, ist natürlich auch so ein bisschen die Altersregion. Ich hätte gerne, dass ihr auf jeden Fall über 20 Jahre seid, was es ganz einfach ist. Da kann man ein Stück weit mehr auf Augenhöhe reden, auch wenn ich leider schon ein paar Jährchen von den 20 entfernt bin, ist es doch so, dass man da noch ein Stück weit näher dran ist, als eventuell halt an einem 17, 18, 16-Jährigen. Also es wäre mir schon ganz lieb, wenn es in die Region geht. Und in der Regel ist es aber auch so, dass die meisten, die sich gemeldet haben, die waren dann auch schon definitiv weit über 20, sogar über 30 teilweise. Das heißt aber nicht, dass ich den Leuten nicht eine Chance geben will, die auch mal ein bisschen jünger sind, dann dran teilzunehmen. Nur ich würde sagen, die magische Grenze von 20, die werde ich definitiv aufrechterhalten. Ja, also wie gesagt, es liegt ein Stück weit mit an euch auch, wie viel ihr bekommt, wenn der eine oder andere sich meldet, wo ich mal ganz stark davon ausgehe, dann wird demnächst echt was auf euch einprasseln und das in aller Regelmäßigkeit, denn ich habe absolut wieder den Elan und Bock, da eigentlich Zeit reinzustecken, wenn ich ehrlich bin, die ich eigentlich so gar nicht habe. Aber ihr habt mir ganz besonders über die letzten Talks, die auch ein Stück weit, ganz besonders der letzte, so in einzelne Rubriken abgespaltet war und dann als Gesamttalk so viel Liebe geschenkt. Wirklich, sei es an Support, dass ihr tatsächlich dieses PayPal-Ding benutzt habt oder einfach nur mit sensationellen, tollen Kommentaren. Und ich habe so viele nette Privatnachrichten gekriegt. Und auch da wird übrigens nochmal zu den ganzen Kommentaren, werde ich nochmal ein Video machen, wo ich einiges beantworte. Das war einfach super toll und das ist tatsächlich was, was mich jetzt auch dazu gepusht hat, diesen anderen Content noch zu machen, denn man sieht ganz einfach, man muss sich dessen immer wieder so ein Stück weit bewusst werden, ja, die Leute haben Bock darauf, dein Gelaber sich anzuhören über gewisse Sachen und ja, dann, wie gesagt, dann ist das schon eine krasse Sache, die einen motivieren kann und das hat es definitiv. Also, vielen Dank für eure Nerdbomb-Liebe und ich würde sagen, ich freue mich auf viele, viele Kommentare und viele, viele Interessenten, die bei unseren Podcasts mitmachen möchten, damit wir dann auch demnächst direkt starten können mit den Projekten. Und ich würde sagen, wir hören uns dann bei den nächsten Projekten oder bei der nächsten Review. Bis dann. Peace.